was sind die rationalen Zahlen und die Menge Q eben? Jede Bruchzahl ist eigentlich eine rationale Zahl. Wir haben ja eben Bruchzahlen schon kennengelernt, wie zum Beispiel 4/5, und haben eben gesagt, eine Bruchzahl ist ja nichts anderes als der Quotient zweier Zahlen eben. Was jetzt eben bei den rationalen Zahlen, eben bei der Menge Q noch dazukommt, ist, dass diese auch negativ sein könnten, diese Zahlen. Somit erhalten wir eine negative Bruchzahl. Was nicht sein darf, das darf ja auch nicht bei den Bruchzahlen sein, der Nenner darf auf keinen Fall 0 sein. Die Menge der rationalen Zahlen eben wird mit dem Buchstaben Q dargestellt. Wenn wir das Ganze jetzt formal betrachten, eben mit Variablen, wie wir es auch schon kennengelernt haben, mit A durch B eben, A und B stehen jetzt für jede Zahl, die wir verwenden können, um einen Bruch eben, eine Bruchzahl darzustellen, ist eben Element von Q. Wobei eben A und B Element von Z ist, also von den Zahlen, wie wir sie kennengelernt haben schon, und eben B darf auf keinen Fall 0 sein. Auch wie schon erwähnt, die rationalen Zahlen dürfen negativ sein. Dann hätten wir, wenn wir jetzt nur negative rationale Zahlen haben, eben die Menge Q minus, wobei zur Menge Q, also die negativen rationalen Zahlen, auch der Wert 0 gehört. Und auf der anderen Seite eben, wenn wir nur positive rationale Zahlen haben, eben Q plus, wobei hier eben der Wert 0 dazugehört zum Q minus. Auf der Zahlengerade könntest du den Betrag einer rationalen Zahl auch darstellen, wenn wir zum Beispiel hier mit, keine Ahnung, minus 3/2 sind, dann ist der Betrag dieser rationalen Zahl nichts anderes wie dieser Abstand hier. Also der Betrag von minus 3/2 ist im Prinzip der Abstand von der rationalen Zahl zum Nullpunkt. Und das wäre natürlich 3/2. Auch wie bei den Zahlen schon kennengelernt, gibt es natürlich für jede rationale Zahl auch eine Gegenzahl.